Ja, vielen Dank, liebe Aidan, liebe Genossinnen und Genossen. Schön, euch hier zu sehen im BCC zu unserer Euro-Delegierten-Konferenz, die nicht nur, aber besonders natürlich die Aufgabe hat, unsere Europaliste aufzustellen. 96 Plätze stehen auf unserer Liste zur Verfügung und 96 Ersatzbewerberinnen und Bewerber kommen dann noch dazu. 192 Genossinnen und Genossen, die für uns in diesen Wahlkampf ziehen werden, die ganz viel von ihrer Freizeit reingeben werden. Für eine hohe Wahlbeteiligung, für eine starke Sozialdemokratie und für ein in die Schranken weisen derjenigen, die unser freies, demokratisches und offenes Europa angreifen. Es sind 192 Genossinnen und Genossen in einer Altersspanne zwischen 21 und 68 aus ganz unterschiedlichen Ecken des Landes, ein bisschen stärker aus dem Osten als in der Vergangenheit, das bei uns der Fall gewesen ist. Ganz unterschiedliche persönliche Hintergründe, die Breite der Gesellschaft, die auf dieser Europaliste der SPD zusammenkommen wird. Nicht alle von Ihnen werden es ins Europäische Parlament schaffen am Ende dieses Wahlkampfes. Das gehört dazu. Aber ich möchte euch, um zu verdeutlichen, welche Haltung Sie dabei an den Tag legen und wie Sie kämpfen werden, von einer Begegnung berichten, die vor 6 Tagen stattgefunden hat. Einen unserer Kandidaten habe ich getroffen vor 6 Tagen im Rahmen eines Neujahrsempfangs. Moritz Kalthoff aus Thüringen. Ich habe ihn getroffen am Rande, da hinten sitzt er im Mittelblock. Ich habe ihn getroffen am Rande eines Empfangs und wir sind kurz ins Gespräch gekommen über diesen heutigen Tag, über diese Konferenz. Und Moritz hat richtig leuchtende Augen gehabt. Wir haben ihn heute als Listenvorschlag für den Platz 26 hier mit dabei. Und er hat gesagt, Kevin, weißt du, für mich als jemand, ich bin vor 10 Jahren in die SPD eingetreten, ich habe einen Arbeiterhintergrund, ich bin in Personalverantwortung für gut 3 Dutzend Kolleginnen und Kollegen bei der Deutschen Post in Jena, wo ich einen Zustellbereich leite. Ich werde voll motiviert nach Berlin fahren zu dieser Konferenz. Für mich ist das das Allergrößte, dort dabei zu sein, Kandidat für die Sozialdemokratische Partei, für dieses große Europäische Parlament zu sein. Und ich werde alles dafür geben, was ich habe, dass das für meine Partei, für mich, für unsere Demokratie ein guter Wahlkampf wird. Das, liebe Genossinnen und Genossen, ist die Haltung, die ich sehen möchte in diesem Wahlkampf. Das wird der Aufgabe gerecht. Es ist eine Ehre, für dieses Parlament kandidieren zu dürfen und als derjenige, der der Kampagnenleiter ist und diesen Wahlkampf schmeißen darf, es ist eine Ehre für euch, diesen Wahlkampf mit den Kolleginnen und Kollegen im Willy Brandt-Haus zusammen machen zu dürfen. Wir stehen vor und hinter euch mit allen Mitgliedern der Partei. Wir machen keinen Wahlkampf mit angezogener Handbremse, sondern wir werden Vollgas geben in diesem Wahlkampf und vor allem, und das möchte ich als Versprechen abgeben, wir werden niemanden im Regen stehen lassen, wenn es Angriffe auf unsere Kandidatinnen und Kandidaten gibt. In diesen Zeiten besteht der Angriff auf die Demokratie auch daraus, die Kandidierenden anzugreifen, sie verächtlich zu machen, sie einzuschüchtern. Nicht mit uns, liebe Genossinnen und Genossen. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten, die ihr auf dem Listenvorschlag seht, haben völlig unterschiedliche Hintergründe, aber sie eint mehreres. Sie sind alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Sie sind klar in der Sache, für welches Europa sie antreten, aber sie treten auch für Ausgleich und Kompromiss in Europa ein. Sie bewerben sich für ein Mandat in einem Parlament, in dem, wenn ich richtig informiert bin, heute 200 Parteien und Wählervereinigungen bereits vertreten sind. In einem solchen Parlament und in solchen Zeiten braucht es nicht noch mehr Zersplitterung und Zergliederung, nicht noch mehr Leute, die glauben, dass nur ihre Meinung gilt und alle anderen bescheuert sind. Gestern hat wenige Kilometer von hier entfernt, eigentlich nur wenige hundert Meter von hier entfernt, sich eine neue Partei gegründet, die auch antreten wird. Ich habe mit einem Auge und Ohr zugehört gestern. Also alles, was ich da eigentlich gehört habe, ist, alles ist doof, die Welt ist dem Untergang geweiht, die anderen sind alle bescheuert, die können es nicht und deswegen braucht es jetzt uns. Liebe Genossinnen und Genossen, wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wissen, fast 8 Jahrzehnte Frieden hätten wir nicht in Europa, wenn alle mit der Haltung rumlaufen würden, alle doof außer uns. So sehen wir die Welt nicht. Wir sind bereit dazu, mit anderen demokratische Kompromisse einzugehen.
Und wir bieten eine Spitzenkandidatin auf, und die bitte ich jetzt auch gleich auf die Bühne, die nicht nur zufällig heute neben dem deutschen Bundeskanzler, einem Sozialdemokraten, sitzt, der nach ihr auch gleich noch sprechen wird, sondern die mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament eng abgestimmt ist. Mit uns in Berlin, die wir die Bundespolitik oder auch die Landespolitiken mitverantworten. Das ist unsere Vorstellung von Politik, dass wir nicht getrennte Universen sind, die in Brüssel und Straßburg und die in Berlin oder anderswo, sondern dass wir an unterschiedlichen Orten an einem Strang ziehen. Können ja nicht alle Parteien von sich behaupten. Ich weiß nicht, wann Herr Merz und Frau von der Leyen das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Vielleicht haben sie auch gar nicht die Telefonnummern voneinander. Es kommt mir immer ein bisschen vor wie bei Modern Talking. Man hat mal zusammen auf der Bühne gestanden, aber man möchte heute nicht mehr so richtig was voneinander wissen. Bei uns ist das nicht der Fall, liebe Genossinnen und Genossen. Und deswegen freue ich mich jetzt, für euch, für uns alle ankündigen zu dürfen, unsere Spitzenkandidaten für die Wahl zum Europäischen Parlament, unsere Katharina Barley, die sich manchmal anhören durfte, dass ihre Themen im Europäischen Parlament doch mit der Rechtsstaatlichkeit und so, es sei doch gar nicht so wichtig, die voll am Puls der Zeit ist mit diesem, ihrem großen Thema, weil sie vor vielen anderen wusste, dass es sich dabei um das Fundament von allem handelt, wenn wir über Arbeitsmarkt, Wirtschaftspolitik, Verkehrspolitik oder anderes in unserer Europäischen Union sprechen. Diese Frau, die so viel Erfahrung in diesem Bereich gesammelt hat, ist unsere Spitzenkandidatin. Wir sind stolz darauf, Katharina, dass du in unserer Mitte bist, dass du unsere Liste anführen wirst, und wir freuen uns darauf, dass du jetzt zu uns sprichst. Ich sage jetzt noch kurz Film ab und dann begrüßt mit einem großen Applaus unsere Genossin Katharina Barley. Vielen Dank und viel Spaß jetzt gleich.